2014 in Russland. Eine Bank kontaktiert panisch ein Team von Sicherheitsforschern. Die Bank hat einen Virus im Herzen ihrer Infrastruktur entdeckt. Jemand hat die Mitarbeiter monatelang bei ihrer Arbeit beobachtet. 2016 in Taiwan. Zwei Männer werden festgenommen. In ihrem Hotelzimmer findet die taiwanesische Polizei in zwei Koffern insgesamt 50 Millionen NT-Dollar. Umgerechnet rund 1,5 Millionen Euro. 2018 in Spanien. Ein Dutzend Polizisten stürmen das Anwesen eines russischen Staatsbürgers in Alicante. In seinem Haus finden sie 15.000 Bitcoin, damals umgerechnet knapp 140 Millionen Euro wert. All das sind Teile des größten Banküberfalls aller Zeiten. Dieser erzog sich über 5 Jahre in über 40 Ländern, auch in Deutschland. Insgesamt erbeuteten die Diebe über 1 Milliarde Euro. Dies ist die Geschichte von Kabanak. Dieses Video ist quasi eine Ergänzung zu einem anderen Beitrag von uns, wie Geldautomaten gehackt werden. Falls ihr den noch nicht gesehen habt, schaut ihn euch gerne vor oder nach diesem Video an. Im Sommer 2014 inspiziert die Security-Firma Kaspersky eine russische Bank. Auf einigen Computern finden sie eine seltsame Schadsoftware. Sie analysieren das gesamte Netzwerk der Bank und realisieren, wie weit die Hacker vorgedrungen sind. Bis ins Herz der Infrastruktur, zu dem sogenannten Domain Controller. Während sie an einem Computer der Bank arbeiten, bemerken sie außerdem, dass ein seltsames Programm installiert ist. So we thought, like, could it be that these guys are watching what we are doing. So then we opened up this Word document and we wrote in Russian like hello. And then we waited a little bit and we waited a little bit and then somebody else was writing like hello. And so at that point we knew that they were watching what we were doing. Komisch. Warum sollten die Hacker die Mitarbeiter der Bank beobachten? Schließlich findet das Kaspersky-Team die Wurzel der Infektion. Eine E-Mail, ungefähr wie diese, mit einem dubiosen Anhang. Diese E-Mail wurde an einen Mitarbeiter der Bank geschickt mit einem Betreff wie Formular gemäß Bankengesetz. Solche Angriffe nennt man Spear Phishing, quasi das gezielte Phishen nach einem Zugang zu einem ganz bestimmten Ziel. Der Anhang enthielt in diesem Fall einen Virus, der aktiv wurde, sobald der Mitarbeiter der Bank die Datei öffnete. Mithilfe dieses Virus wurde auf dem Computer des Mitarbeiters eine Backdoor, also eine Hintertür, installiert. Über diese Hintertür konnten die Hacker die Aktivitäten auf dem Computer ausspionieren, aufnehmen und den Computer aus der Ferne kontrollieren. Sie ähnelt dem Trojaner Kaburb mit einigen entscheidenden Änderungen. Eine bestimmte Datei der Schadsoftware heißt Anunnak, also tauft Kaspersky sie kurzerhand Kabanak. Nach reichlicher Analyse realisieren die Sicherheitsforscher, was genau die Kabanak-Hacker im System der Bank gemacht haben. Sobald sie einen Computer infiziert hatten, arbeiteten sich die Hacker langsam durch das gesamte Netzwerk der Bank, auf der Suche nach ganz bestimmten Zielen. Dazu gehörten Server, die Geldautomaten kontrollieren, Systeme, die interne Bankkonten managen und Computer, auf denen manuell große Überweisungen getätigt werden. Als sie diese Computer erreicht hatten, begann Phase 2. Die Hacker haben die jeweiligen Mitarbeiter und ihre Arbeit über Monate hinweg beobachtet. Erst als sie perfekt mit den Systemen und dem Vorgehen der Mitarbeiter vertraut waren, schlugen sie in Phase 3 zu. SWIFT ist das internationale Netzwerk, mit dem Banken große Summen ins Ausland verschicken und empfangen. Durch ihre monatelange Überwachung wussten die Hacker ganz genau, wie sie die SWIFT-Software bedienen mussten. So haben sie große Summen Geld von der Bank auf Konten in China und den USA überwiesen, ohne aufzufallen. Aber das war nicht alles. Sie haben das Online-Banking-System der Bank und interne Datenbanken manipuliert, um einige Konten innerhalb der Bank zu leeren und andere zu füllen. Die aufgeblasenen Konten wurden dann von Laufburschen, sogenannten Money Mules, geleert. Außerdem haben sie einige Geldautomaten der Bank zu bestimmten Zeiten Geld ausspucken lassen. Auch hier haben Money Mules das Geld dann eingesackt. Dieser Raubzug in der russischen Bank hat den Hackern bis zu 8,5 Millionen Euro eingebracht. Das allein ist eine stolze Summe. Das wahre Ausmaß von Kabanak ist damals allerdings noch niemandem bewusst. Die Security-Firma Kaspersky arbeitet zu diesem Zeitpunkt, 2014, bereits mit Europol, großen europäischen Banken und diversen nationalen Strafverfolgungsbehörden zusammen. Gemeinsam realisieren sie nach und nach, was hier wirklich im Gange ist.
Eine Analyse anderer Sicherheitsforscher von Group IB und Fox IT zeigt, dass die Kabanak-Gruppe schon seit 2013 aktiv ist. Aber Europol und Co. kommen ihnen in den folgenden Monaten nicht auf die Schliche. Niemand weiß, wer die Kabanak-Hacker sind. Bis Anfang 2015 greifen sie laut Kaspersky bis zu 100 Finanzinstitute in knapp 30 Ländern an. Ein Großteil der Opfer befindet sich in Russland, aber auch in China und Europa. Mindestens einmal ist die Kabanak-Gruppe auch in Deutschland erfolgreich. Die Hacker gehen immer ähnlich vor. Je nach Bank leeren sie Geldautomaten aus, überweisen gigantische Summen ins Ausland oder räumen Konten leer. Zwischen 2013 und 2015 soll die Gruppe schon damals insgesamt bis zu 850 Millionen Euro erbeutet haben. Mitte 2015 verändert die Gruppe dann ihre Strategie und nutzt einen neuen Virus, Cobalt. Die Vorgehensweise bleibt im Prinzip die gleiche. Sie scheinen unaufhaltbar zu sein. Doch 2016 in Taiwan läuft etwas schief. The First Bank reported that over 70 million NT dollars was withdrawn illegally. The withdrawals were made in both Taipei and Taichung across 34 ATMs and 20 branches. Es ist eine stürmische Nacht in Taipei und Taichung. 22 maskierte Personen räumen mindestens 35 Geldautomaten in 20 Zweigstellen der First Commercial Bank aus. Sie erbeuten umgerechnet um die 2,5 Millionen Euro in Cash. Doch die taiwanesische Polizei ist ihnen umgehend auf der Spur. 500 Polizisten checken die Überwachungskameras rund um die Geldautomaten. Sie identifizieren alle 22 Money Mules. Die meisten sind Russen, der Rest kommt ebenfalls aus Osteuropa. 19 der Mules gelingt die Flucht aus Taiwan. 3 bleiben allerdings mit dem Geld im Land. Einer versteckt 2 Sporttaschen mit Teilen des Geldes in einem Park in Taipei. Danach flieht er in die Ilan-Provinz. Dort wird er erwischt und führt die Polizei zurück zu den Sporttaschen. Ein weiterer der Money Mules packt den Rest der Beute in 2 Koffer und verstaut sie in 2 Schließfächern am Taipei Hauptbahnhof. Wenig später kommen 2 andere Männer aus Osteuropa in Taiwan an und holen die Koffer wieder vom Hauptbahnhof ab. Sie fahren ins Hotel und gehen brunchen. Dann schlägt die Polizei zu. Auf dem Handy einer der Männer findet die taiwanesische Polizei zahlreiche Bilder von Stapeln von Geld in verschiedenen Währungen. Außerdem E-Mail-Verläufe mit dem mutmaßlichen Kopf der Kabanak-Gruppe. Europol macht ihn kurze Zeit später mit Hilfe von diversen Mitstreitern in Alicante in Spanien ausfindig. Er ist Ukrainer, sein Name ist Denis K. 2018 haben die Behörden schließlich genug Beweise, um ihn festzunehmen. Am 26. März stürmen ein Dutzend Polizisten sein Haus. Sie finden jede Menge Schmuck, 2 BMWs und 15.000 Bitcoin, damals knapp 140 Millionen Euro wert. Die gesamte Kabanak-Gruppe hat über 1 Milliarde Euro erbeutet. Der überwiegende Großteil bleibt bis heute verschwunden. Denis K. mag das Genie hinter der Kabanak-Operation gewesen sein, aber er hat sicherlich nicht alleine gearbeitet. We think that it was quite a big team, at least between 10 and 30 people. Die Gruppe existiert vermutlich auch heute noch und treibt wohl weiter ihr Unwesen. Heute hört sie auf viele Namen. Fin7, JokerStash, Carbon und Cobalt Spider. Es ist unklar, ob all das wirklich das gleiche Hacker-Syndikat ist oder wie die einzelnen Gruppierungen genau verwandt sind. Manche klauen im großen Stil Kreditkarteninformationen, manche hacken Finanzinstitute, andere spezialisieren sich auf digitale Erpressung. Die Anhänge der Kabanak Spearphishing-E-Mails waren häufig einfach Word-Dokumente, die verschiedene Schwachstellen in Office und Word ausgenutzt haben. Die waren zu dem Zeitpunkt damals eigentlich schon behoben worden, aber Leute updaten ihre Software einfach nicht. Cybersecurity wird immer wichtiger und dazu gehören auch Mitarbeiter, die ein Update nicht 1000 Mal wegklicken und auf jeden dubiosen Anhang in ihrem Postfach reinfallen. Denn eins ist klar, solange so viel Geld zu holen ist, werden Kriminelle nicht aufhören, es zu versuchen. Cheers.
Hey, hoffentlich hat euch das Video gefallen. Schreibt uns unbedingt in die Kommentare, was ihr zu diesem Thema denkt. Außerdem empfehlen wir euch die Folge Kabernack des großartigen Podcasts Darknet Diaries und die entsprechenden Folgen von Tomorrow Unlocked zu dem Thema. Letztere haben uns sogar Teile ihres Materials für dieses Video zur Verfügung gestellt. Danke dafür. Auf der Endcard findet ihr unser Video zu Geldautomaten und einen Beitrag von Valulis Daily über Lidl Fashion. Ansonsten bis zum nächsten Mal.